gerade die Augen zugeschlagen und wieder aufgeschlagen, sitzen wir auch schon wieder hier auf der Fähre. Und zwar mit Kurs von Koh Phangan Richtung Koh Samui. Wir sind auch gleich dort. Ich habe mich jetzt hier gerade in das Führerhäuschen verkrümelt, da es draußen so laut ist und ich deswegen nichts aufnehmen kann. Aber dadurch, dass sie hier gerade sprechen, ist es in etwa genauso laut. Lustigerweise haben die hier so eine gelbe Scheibe. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ja, und es ist natürlich auch Zeit für eine Zusammenfassung mal wieder von der Insel. Aber kurz noch vorweg, das ist jetzt die, ist nicht die Long Raya Ferry, sondern es ist die Songsheung. Und da haben auch viele gesagt, ja, dass die älter ist und viel kleiner, muss man aufpassen, dass man Wasser ins Gesicht kriegt. Ich zeige das gleich nochmal, ich filme hier gleich nochmal rund. Und ja, also die ist auch völlig in Ordnung, die Fahrt dauert 45 Minuten und der Preis sind 230 Baht, sogar mit Abholung vom Hotel. Und dann setzt man rüber. Also man muss, wie gesagt, immer durch so 37 teilen, 35, 37, je nach Wechselkurs. Und das ist dann schon ein recht guter Preis, um nach Koh Samui zu kommen. Zur Zusammenfassung von Koh Phangan. Also ich muss sagen, ja, leider, also vielleicht habe ich auch einfach nur die falschen Ecken gesehen. Aber ich bin mega enttäuscht von dieser Insel. Es war gleich bei der Ankunft, irgendwie wurde ich erstmal gleich mit den 100 Baht für ein Taxi und dann wurden es auf einmal 200 und es mag alles normal sein, nur wenn man das halt nicht weiß, irgendwie gehen die Leute immer davon aus, dass man 100 Mal da war und dann informieren sie einen nicht darüber und wenn man dann im Auto sitzt und sie sagen, jetzt kostet 200 oder 300 Baht, fühlt man sich verarscht. Dann ging es weiter, ich hatte ja netterweise die Empfehlung von Adriana und von Anne, lieben Gruß nochmal an der Stelle, von denen für das Hotel hier auf Koh Phangan bekommen. Und wir haben ja auch was zusammen unternommen, waren ja an diesem Full Moon Beach. Und ja, also die sind da so unfreundlich. Also die sprechen einen an und fragen, ob man denn irgendwie, ob man was kaufen möchte oder ja, dass man doch mal gucken soll. Und wenn man dann wirklich sehr nett sagt, nein, nein, danke, dann kommen so Sprüche wie verpiss dich. Und auch wir haben versucht, Massage nachzufragen oder Maniküre, Pediküre, das ist so unglaublich teuer. Und die lassen es auch überhaupt nicht mit sich handeln. Und also ich habe das Gefühl, keine Ahnung, ob es so ist, aber es ist halt das Gefühl, dass sie hier einmal im Monat haben die ihre Vollmondparty. Da kommen, weiß ich nicht, habe ich gelesen, 30.000 Leute. Und dann sind die natürlich überhaupt gar nicht auf irgendwelche anderen Touristen über den Monat hinweg angewiesen und lassen nicht mit sich verhandeln und gar nichts. Und auch die Touren, ich hätte gerne die Insel ein bisschen noch mehr erkundet, aber du hast halt, wenn du es auf eigene Faust machen willst, hast du halt ein Motorrad. Das ist auf diesen unbefestigten Straßen. Also ich habe es definitiv nicht gemacht, weil wir haben so viele Leute gesehen, die irgendwie Verband getragen haben oder irgendwas. Und ja, also das muss ich nicht haben auf so einer Insel, dass ich mir irgendwas breche. Und ansonsten bieten die immer so diese Mega-Touri-Touren an, wo du noch mit Bogenschießen und Seilbahn fahren und all dem Krams. Und was ich gehört habe, ist es auch auf Koh Samui um die Hälfte günstiger. Und ja, also ich bin nicht so wirklich begeistert von der Insel, wo, allerdings habe ich, muss ich auch ehrlich zugeben, mich nicht mehr so richtig drauf eingelassen, habe nicht so viel erkundet, weil ich einfach diese schlechte Erfahrung hatte, war jetzt auch nur 2 Tage dort. Hab halt so einen allgemeinen Einblick bekommen, der hat mir jetzt gereicht und ja, jetzt geht's auf nach Koh Samui. Das Hotel allerdings war sehr schön, das Larikantang war, das war auf dem, der Strand war auch, sah super schön aus, im Wasser so okay, ist aber halt einfach ein Pärchenhotel, da sind halt wirklich überwiegend Pärchen, die man dann auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, also es ist halt nicht irgendwie das gleiche wie in so einem, ja, zwischen Einheimischen und also wirklich in den Städten, in denen ich bisher war, hat man viele Einheimische getroffen. Es gab nicht so diese Massentouri-Angebote, es waren nicht so diese Pärchenurlaube, also nichts gegen Pärchenurlaube, ich bin selbst einer, aber die wollen ja auch unter sich sein und. Also dafür, das hat jetzt aber nichts mit Koh Phangan zu tun, also das Hotel war super schön, die waren super nett, nur so das finale Feedback oder Meinung für die Insel an sich. Sagen wir es mal so, ich freue mich jetzt auf Koh Samui, obwohl ich gehört habe, dass es noch mehr, also noch touristischer irgendwie sein soll, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das dennoch irgendwie nicht ganz so extrem ist, weil die haben einfach nicht diese Vollmondparty und ich bin mal gespannt, was das jetzt so gibt. So, aber jetzt gehen wir nochmal, machen wir nochmal so eine kleine
Führung über das Boot. Hier ist übrigens, ich weiß nicht, sieht man das, eine Riesenmücke. Also das ist auch nochmal Koh Phangan. Also die Mücken sind noch aggressiver als auf Koh Tao. Die fressen einen völlig auf. Ganz, ganz viel Mückenspray wirklich drauf machen, mitnehmen. Unbedingt. So, aber jetzt gehen wir mal hier zusammen übers Boot.